Yo, Moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Lang ist es her, dass ich mich das letzte Mal hier selber zu Wort gemeldet hatte und heute sehen wir eine Runde Kill Confirmed auf der Map Hijacked. Es müsste eins der ersten Videos oder mehr gesagt Gameplays gewesen sein, das ich in Black Ops 2 gespielt habe. Ich kann es gerade selber nicht am Level erkennen. Im Laufe des Spiels werdet ihr das aber ganz so erfahren. Von den Toten her war es jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber der Rest des Gameplays fand ich einfach ein schöner Spiel und aus dieser Ansicht her wollte ich euch dieses Gameplay einfach mal gerne präsentieren. Gut, das Gameplay rückt jetzt aber mal in den Hintergrund und kommen wir jetzt nun zu den Themen, die ich ein wenig vorbereitet hatte. Da wäre zu denen einmal, dass ich auf dem Kanal vom Kevinio90 ein Duel mit ihm gemacht habe. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es ist wirklich ein passendes Thema jetzt zur Weihnachtszeit und wird vielleicht einige von euch interessieren. Und der Kevin wird sich auch bestimmt freuen, wenn da mal einige von euch vorbeischauen würden. Das nächste ist, dass ab heute das Black Ops 2 Double XP Weekend starten wird. Es ist für alle, also diesmal ist wirklich für alle, auch die, die das Spiel nicht vorbestellt hatten oder in sonstiger Art und Weise. Also alle haben die Möglichkeit, doppelte Waffen, doppelte EP zu erlangen, um schneller aufleveln zu können. Und ja, das werden bestimmt einige in Anspruch nehmen. Ich selber wahrscheinlich nicht, weil ich wie die ganzen letzten Wochen viele, viele andere Sachen zu tun habe, die mich auch wirklich daran gehindert hatten, hier aktiv Videos auf YouTube hochzuladen. Und das habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich gestern ein Video hochgeladen hatte als kleine, als kleines Lebenszeichen. Da hatte ich von Far Cry 3 einen Clip hochgeladen aus einer Mission, wo man Sietra ziemlich freizügig sieht. Nur leider wurde das Video von irgendeinem Kleinkind gemeldet, das wahrscheinlich seine Mami gerufen hat, und die Mami hat dann wahrscheinlich direkt den Jungen gefragt, wo die Möglichkeit besteht, das Video zu melden. Der Junge hat geguckt und hat wohl den Knopf gefunden und hat das Video als pornografischen Inhalt gemeldet, und darüber kann ich wirklich nur lachen. Ich habe zwar jetzt einen Strike bekommen, im Normalfall kostet das einem die Partnerschaft, beziehungsweise kann einem die Partnerschaft kosten, beziehungsweise ein Kanal ist nicht mehr fähig, Partner zu werden. In meinem Fall, ich habe das Glück, dass ich mich direkt in Kontakt setzen konnte mit meinem Netzwerk, und die werden das jetzt alles weitere übers Wochenende hin regeln, wo ich auch wirklich glücklich drüber bin. Und dann sollte ab nächste Woche der Strike auch wieder von meinem Kanal weg sein. Ich finde es nur wirklich, ja, erstaunenswert, wie man sowas als pornografischen Inhalt melden kann. Ich meine, wenn man sowas als pornografischen Inhalt meldet, da stellt sich mir die Frage, hat er einen noch nie im Leben gesehen? Oder denkt er, wenn man eine Frau mal etwas nackiger sieht, dass das gleich was mit pornografischen Inhalten zu tun hat? Ich bin mir nicht ganz sicher, darüber könnt ihr gerne in den Kommentaren diskutieren. Es wäre bestimmt sehr lustig, die Kommentare danach mal zu lesen. Ich lasse euch da jede Freiheit. Lasst alles raus, was ihr rauslassen wollt. Das nächste ist, ich muss nochmal darauf zurückkommen, dass seit einigen Tagen ja das neue YouTube-Design jetzt vermehrt bei Leuten aktiv geworden ist. Ich habe auch von anderen mitbekommen, dass es schon bei einigen seit ein, zwei Monaten aktiv war. Aber jetzt erst in letzter Zeit oder seit einigen Tagen wird es erst vermehrt bei allen anderen auch freigeschaltet. Und dieses Design führt dazu, dass die Subboxen noch schlimmer werden, als sie sowieso schon waren. Das bedeutet, Videos von den Leuten, die ihr abonniert habt, werden noch schlechter in der Subbox angezeigt. Wie sowieso schon. Selbst wenn ihr auf der YouTube-Startseite es so eingestellt habt, dass ihr nur die Uploads sehen wollt, selbst dann passiert es, dass die Videos nicht angezeigt werden, die neu hochgeladen werden. Und das ist wirklich sehr traurig. Es ist erstens traurig für euch, wenn ihr wirklich von jemandem gerne Videos schaut, dass ihr sie nicht sehen könnt. Es ist wirklich für YouTuber schlecht, die davon leben. Die büßen natürlich um einiges an Geld ein, man muss es nur mal so sagen. Und so ist es dann ja auch in dem Falle. Es ist wirklich traurig, und dazu geht natürlich auch die wirklich, ich sage es mal, harte Arbeit, die man in so ein Video reinsteckt, weil man bereitet sich darauf ja auch vor. Die geht so ein bisschen in den Hintergrund, weil man gibt sich Mühe dafür, und dann wird es einfach nicht angeguckt, und das ist wirklich ein wenig schade. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, stellt trotzdem eure YouTube-Startseite auf nur Uploads-Anzeigen ein. Selbst wenn da
ja, nicht alle angezeigt werden, aber die Chance, dass ihr viele angezeigt bekommt, ist halt wirklich um einiges höher, als wenn ihr die normale Subbox anklickt, also oben, wo einfach nur Abo steht. Und ja, das waren so die wichtigsten Sachen. Ich dachte nicht, dass ich so schnell jetzt mit den Themen durchkomme, aber anscheinend war das wohl doch der Fall. Und wie ihr vielleicht schon im Gameplay sehen konntet, es waren wirklich einige unnötige Tode dabei. Finde ich wirklich sehr schade. Nein, natürlich nicht. Sonst würde ich euch das Gameplay jetzt hier nicht zeigen. Noch ein kurzer Hinweis. Vielleicht habt ihr die letzten zwei Videos ein wenig verpasst. Weil die haben relativ wenig Aufrufe im Vergleich zu den ganzen anderen, was auch mit dem YouTube-Design zusammenhängt. Man kann das ganz gut davon abhängig machen, dass man genau sieht, dass ab dem 3. Dezember die Video-Views eingebrochen sind. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen großen YouTubern, wenn nicht sogar bei allen. Es war zumindest bei jedem der Fall, wo ich selber nachgeguckt habe. Und deswegen der Hinweis noch, dass ich euch noch meine letzten beiden Videos in die Videobeschreibung packen werde. Das wäre zudem einmal Far Cry 3 und ich meine, es war noch ein Black Ops 2 Commentary auch. Die könnt... Nee, gar nicht wahr. Auch zu dem YouTube-Design, genau. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die gerne anschauen. Also, was in meinen Augen wirklich wichtig ist oder lustig war, war Far Cry 3. Da geht es halt einfach darum, wenn ihr noch einen guten Ersatz braucht zu Black Ops 2, ist das wirklich ein Top-Spiel. Und auch so zeige ich euch einige lustige Sachen in dem Spiel. Könnt ihr ja einfach mal anschauen, wenn ihr Lust drauf habt und gerade wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als blöd vorm Handy zu hocken oder vorm PC und euch gerade wieder Videos anzuschauen. Und ich würde auch sagen, dass wir uns jetzt hier mal langsam zum Ende begeben, weil mir fällt gerade wirklich nichts ein, was ich euch noch sagen könnte. Es ist wirklich traurig. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich jetzt so schnell schon mit meinen Themen durchkomme. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, ein aktuelles, dann geht auf den Kanal von Kevinio90. Wie gesagt, da haben wir noch ein Duel vorbereitet. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute mal rechtzeitig oder früher als sonst. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao, euer Palmas.